Wooden Planks machen. Sollten wir mal den Deutschmod hier installieren, damit wir diese ganzen deutschen Namen haben. Ja, so viel cooler sind wahrscheinlich. Holzige Planken. Bevor ich das hier verarbeite. Hey, Moment, jetzt gibt's noch genau ein Stack. Und dann können wir hier den Fußboden schön auslegen mit... Boah, ey, ich wackel hier schon wieder so durch die Gegend. Kriegt man ja wahrscheinlich die Krise. Weil jetzt habe ich geschluckt, während ich gesprochen habe. Das ist... hoffentlich hört man das nicht. Weil man ja irgendwie alles hört. Ich kann auch noch näher ans Mikro mich vorbeugen. Hallo. Guten Tag. Mich auch vorbeugen und... Na, 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 oh, falsch. Egal. Eine schöne Musik. Oh, die Musik ist schön. Oh, die Musik ist schön. Damit lässt sich gut bei Minecraft bauen. Oh Moment, ich hoffe, ich vergesse nicht in die Videobeschreibung zu linken, wer da, von wem das ist. Das ist lizenzfreie Musik, die kann jeder benutzen. Oh, damit lässt sich echt gut arbeiten. So, jetzt verlege ich erstmal hier den Parkettfußboden weiter. Ich glaube, die höre ich, die baue ich dann mir bei Minecraft ein. Oder so. Oh, das ist angenehm. Das mag ich. Jetzt bin ich gleich ganz viel entspannter und das sieht total hässlich aus. Aber egal. Was mache ich denn jetzt? Ich reiße erstmal da den Stone raus. Tschüss, Stone. Hallo, Cobblestone. Wo bist du? Da bist du. Komm, Cobblestone. Warum hat sich das eigentlich nicht gesteckt? Ich müsste doch schon ein ganzes Stack haben. Ich müsste... Ich verschummel mal. Lala. Dun, 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 dun. So, schon viel... Nein. Dahin fackeln und die weg und dann... ja, hell genug. Ich brauche unbedingt immer ganz doll viele Fackeln. Weil wenn ich das Gefühl habe, es ist zu dunkel in diesen Minecraft-Räumen. Und mein Bildschirm ist zwar schon ziemlich hell gestellt, aber... Auch bei Let's Plays, also gar nicht. So, jetzt kommt das hier natürlich auch noch raus. Hast du gerade laut Knack gemacht im Hintergrund? Verstehe ich nicht. Auch bei anderen... Es hat gerade gegackert. Ihr habt das auch gehört, oder? Ist das da unten? Ist das da unten? Ist das so dunkel da? Moment, geh mal... So. Das hat da gegackert. Das ist bestimmt... Ja, gut. Ach, wir haben ja da unten Grasblöcke. Oh, die Musik ist auch super. Da könnte ein Hühnchen kommen und das könnte uns sprengen. Böse Hühnchen. Ach, die Jazzmusik könnte ich auch mal wieder einbauen, fällt mir dabei ein. Moment. Wo könnte das Hühnchen könnte über uns unter uns. Ach, das Hühnchen könnte überall sein. Ist es egal. Ich werde die Hühnchen umtexturieren. So süßen, niedlichen, glubschig guckenden, kleinen, harmlosen, niedlichen Hühnchen, die eigentlich wecken wie eure Kuschelhühnchen. Jemanden lieb haben will und jemanden den Arm nehmen will und mit jemandem ganz viel schmusen will und die ganz Glühstierchen und Roja, aua, 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 mit ganz vielen Hühnchen, kleinen Punkigen und so Herzchen und so. Und dann, wenn ich jetzt weiter so rede, dann werdet ihr mich alle deabonnieren. Ich sehe es kommen. Ich wollte damit eigentlich nur erwähnt haben, dass ich mal keine Angst mehr vor Hühnern haben muss. Ich entwerte sie. Sie sind nicht... Übrigens habe ich das perfekte Hühnerloch gelassen da drüben, ne? So als Türersatz. Wie mache ich denn hier? Ich könnte den Abstieg und irgendwie muss... Das hier sieht auch nicht schön aus. Das, wie mache ich das denn jetzt? Hier müsste ja eigentlich auch noch eine Wand dann rein und... Zombies? Nein. Ich bin mir jetzt unschlüssig, was ich als nächstes bauen soll. Ich glaube, ich baue erstmal eine Wand. Ja, ich baue erstmal eine Wand. Komm, erstmal die achte hier wegmachen. Die Tür lasse ich da. Ich baue erstmal eine Wand. Ich kann nicht so der Musik mitsingen, weil ich nicht weiß, wie die weitergeht. Zu variabel. Kann ich mir nicht den Rest denken. Eigentlich sollte ich die Klappe halten bei so schöner Musik. Sowas höre ich auch übrigens zum Arbeiten. Eben Dubstep und Rockmusik und 8-Bit-Musik und Indie-Rock halt. Viel Indie-Rock, 8-Bit-Musik, Dubstep, Techno, Dance-Floor-Musik. Eigentlich alles, was irgendwie, keine Ahnung, Nerd-Musik, Comedy-Musik, Musik voll mit Insidern. Wie mache ich das denn jetzt hier? Eigentlich müsste hier unten dann auch noch Parkettfußboden hin und das ist überhaupt alles voll hässlich hier, weil das ich meine, guckt euch das mal an. Ich hab da clean und da... nicht clean, das heißt stone, Kind. Stone. Ich hab dort stone. Ich hab auch vorhin stone sagen wollen. Ich hab mich nur versprochen. Hallo. Hallo? Brains. Nein. Entschuldigung, ich wollte jetzt kein Zombie nachmachen. Zombies? Ein Creeper?
Es wäre jetzt irgendwie witzig gewesen, wenn so ein Creeper direkt auf uns zugelaufen wäre, ne? Mit dem Fußboden. Ja, das ist auch nicht. Das ist alles nicht schön oder das ist alles total. Und ich reiß den nochmal raus. Auch wenn da unten jetzt ein Loch entsteht, das ist mir egal. Das flicke ich gleich. Uiuiui. Hallo, ich bin Samson. Wo ist denn Tiffy? Wo ist Fienchen? Damit bin ich groß geworden. Mit Samson, Tiffy und Fienchen. Und mit der Sesamstraße natürlich auch. Na, scheiß Fackel, geh weg da. Ach, den wollte ich da nicht hinbauen. Da läuft schon wieder was. Ich hab's doch genau... Wie geil ich gerade den Kopf gehoben habe, weil ich gedacht habe, ich guck dann nach oben. Ich habe gerade allen Ernstes den Kopf nach oben bewegt. Höhlengeräusch und dabei habe ich den Kopf zur Seite bewegt. Diese Dolby Surround-Kopfhörer sind nicht gut. Seit wann ist eigentlich Minecraft in Dolby Surround? Ich kannte mich nicht... Also ja, Dolby Surround ist so ein Schwachsinn. Ich wollte... Ach, was laber ich dafür? Fernseher. Was laber ich dafür? Pilze! Nein. Das tut mir leid, aber du kommst da nicht hin. Mal, wo kann ich dann noch Bilder hinhängen? Weiß es nicht. Ich möchte irgendwo Bilder hinhängen. Ja, also ich meine jetzt, dass das so Stereo-Links-Rechts-Sounds sind und das sieht alles noch total hässlich aus mit diesen doch nicht ganz so schönen... ich muss mich mal anders hinsetzen. Nicht ganz so schönen Eingängen und dann kann ich hier Fackeln hinsetzen, weil ich ja schon wieder das Bedürfnis habe, dass es so dunkel ist. Auch nicht. Wie mache ich denn, wenn ich was und könnte... Ja, und da draußen ist es hell. Hallo? Oh, Creeper. Bla bla bla, Mr. Creeper. Ein Zombie. Wo ist er? Wo ist er? Oh, wo ist er denn? Wo ist er denn? Hat der uns gerade ausgelacht? Der ist doch hoffentlich nicht da unten, oder? Bla bla bla, Mr. Zombie. Ja, dann lauf da unten rum, wenn du da sein solltest. Ich ignoriere dich einfach. Alter, nein, das ist nicht total... Wo packe ich das Bett hin? Das ist nicht total unheimlich. Ich sollte dann... Wo ist das Bett? Wo packe ich das Bett? Ich bin... Oh Gott, kann der mal still sein? Wo ist der denn? Ich höre den auch gar nicht laufen. Ja, Brains. Ich... Zum Henker... Noch mal ganz schnell hier, da kann mir dann auch keiner hier hinlaufen. Fenze. Ist der vielleicht da drüben? Hallo? Nein, das höre ich ihn gar nicht mehr. Oh, das sind Cobblestones. Ich will die Cobblestones noch haben. Oh Mann. Ich traue mich jetzt aber nicht mehr raus. Jetzt hat mich der Zombie so erschreckt. Was könnte man denn... Zombie? Da sind sie! Ich habe dich genau gesehen. Du kannst dich nicht vor mir... Moment. Zack. Ach, ein Skelett und ein Zombie. Und Vorsicht, oh. Na. Pass auf hier. Maschinengewehr. Hallo. Hallo. Na, Marvin? Au. Oh. Schnell eine Fackel und... Wo war der Creeper nochmal? Ich habe doch da drüben auch noch einen Creeper gesehen. Der rennt hier wahrscheinlich auch gleich noch rum und macht Zischping. Übrigens hat sich neulich ein Creeper, der nur einen Block von mir entfernt war, gesprengt. Das kann also passieren, wenn ihr an so einem Loch steht. So, jetzt packe ich hier das letzte Bücherregal hin, oder? So als, hier. So Leseecke. Mit der Chocobo drin und mit der Nyan Cat. Meine Lieblingssongs. Nyan Cat und Chocobo Song. So. Dann könnte man hier eine Küche machen und dann hier die Wohnzimmerecke. Und ich bräuchte jetzt eigentlich unbedingt nochmal eine Tür. Und das mit dem Fu lasse ich da mal so. Und jetzt sollte ich eigentlich auch noch hier unten... Hallo, ist hier jemand? Vielleicht mal ein bisschen weiter ausbauen. Oder was meint ihr? Na, 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 na. Entschuldigung. Ach, verdammt, das ist ja ganz... Ach, nee. Moment. Na, das kommt da noch mal weg. Dann kommt hier der Pfeiler hin. Ich will ja hier runter. Ich wollte eigentlich einen Torbogen machen. Geht das so? Wie sieht das denn aus? Die Treppenstufen darunter? Und dann muss ich das hier noch aus... Und dann muss das da noch ausgefüllt werden? Ja, Moment. Und dann kommen da Treppenstufen runter? Dann ist das ein ganz schnückeliger, süßer, kleiner Einstieg in meine Höhlen. Und der Kack da muss auch raus. Ein kleines bisschen geradliniger. Ich könnte da draußen, wenn ich Holz gefällt habe, noch mehr Holz dahin machen.
So, und dann geht's da. Kann man da durchgucken? Und Moment, das muss hier auch noch zu stufenförmig angepasst werden. Dann sieht das Ganze richtig klasse aus. Jai. Und dann das gleiche hier drüben. Man kann auch mal durch gezielte Asymmetrie Deko-Elemente schaffen, indem wir zum Beispiel, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe, dann Treppen. Nicht von oben, von unten setzen. Das Geile ist, dass ich mich mit Treppen eigentlich immer verbaue. Ich setze mir dann plötzlich eine vor die Nase und kann jetzt da hoch und da runter gehen. Das ist super, das gefällt mir. Was machen wir jetzt eigentlich da unten? Lasse ich die Höhle da unten so naturbeschaffen? Lasse ich die so? Übrigens, wie findet ihr meine Gravel-Textur? Wie findet ihr die? Ist die nicht interessant? Also, wieder Alternative, ne? Ich will das ja nur nach den letzten Kommentaren zu den letzten Videos nochmal sagen. Ich schaffe immer Alternativen. Wenn ihr neue Texturen seht, ist das nichts Finites. Das ist alles in der Experimentierphase. Ich teste die nur aus, auch euer Feedback dazu. Und da oben ist es mir zu dunkel. Ist da eine ganze Höhle nochmal? Ich habe mich ja beim letzten Mal nicht getraut zu gucken, aber ich mach das jetzt mal. Hallo, ich bin's. Euer Samson. Hallo. Samson. Hallo. Samson ist hier. Samson. 10.03. Oh, den hat jetzt kein Schwein verstanden. Kein Schwein hat den verstanden. Kein Schwein. Nur Podcaster haben den verstanden. Oh Gott, ich muss gleich husten. Jetzt muss ich nicht mehr husten, weil ich mich ganz bescheuert geräuspert habe. Keinen Schalter zum Muten? Nein. Ich baue erstmal hier zu. Ach man, ich würde die gerne Natur belassen. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen soll. Lass ich die Natur belassen, die Höhle hier unten. Dass der Eingang halt schon so ein bisschen, oder ich würde ihn gerne so auskleiden. Es ist da unten eine, wisst ihr, was wir später mal machen? Also jetzt noch nicht gleich, ich lasse es dann erstmal so ein bisschen natürlich. Wir machen hier raus eine Lobby. So als würde man da unten dann sich bei einer Lobby anmelden müssen. Und ach, ich könnte dann oben vielleicht die Wohnung auch noch ein bisschen passend dazu umgestalten. Wir machen eine Lobby daraus, dass man dann da unten in so eine Höhlenerkundungstour geht. Und dass man sich dort unten Tickets kaufen muss und Souvenirs. Und dann machen wir so eine richtige Höhlenlobby. Ja, das ist eine gute Idee. Haha, ich habe auch mal gute Ideen. Wir machen eine Höhlenlobby. Gott, ist das schlimm, ne? Ich wollte in die Höhlen gehen und was passiert? Gar nichts. Naja, dann haben wir halt nochmal. Ich will das nicht alleine. Ich sehe es katastrophal auf mich zurasen, wenn ich da alleine in die Höhlen gehe. Und ich habe jetzt, glaube ich, schon wieder paranoide... Habe ich einen Zombie gehört? Nein. Ich würde es merken, wenn ich einen Zombie höre. Honey, Honey, du hast die Sounds der Zombies verändert, dass sie dich auslachen und ganz grauenvoll schrecklich ins Ohr röcheln. Honey, Honey, du würdest es merken, wenn ein Zombie in deiner Nähe wäre. Nur beim Creeper nicht, das würde ich immer noch nicht merken. Da wollte ich die Soundfiles auch noch verändern. Ich arbeite ja an einem Horrorpack. Oh, das habe ich schon verraten. Naja, es war eigentlich ziemlich klar, dass ich an einem Horrorpack arbeite gerade. Da habe ich auch schon ganz viele geile Soundsamples rausgeholt. Und ich habe auch einer lieben Kollegin von mir gebeten, mir bei den Sounds inzwischen zu helfen. Der mir jetzt auch schon mal das böse Lachen eingesprochen hat. Und ja, die Musik ist auch gut zum Bauen. Okay, nein, das war doch ziemlich klar. Ja, da kann ich mich jetzt wieder nicht bei konzentrieren. Immer bei neuen Musikstücken, die so ein bisschen aufgeregt sind, die sind eigentlich prädestiniert dafür, dass man das Ganze hier im Speed ablaufen lässt und eben halt nicht dazu quatscht. Ich gucke übrigens gerne gespeedete Minecraft-Videos, wo kein Kommentar dazu ist, sondern nur meditative Musik oder sowas in der Art. Ich finde das manchmal sehr entspannend. Jetzt ist mein Inventar voll oder das... Nee, das fühlte sich nur so an. Ja, eigentlich gar nicht. Geht eigentlich gar nicht. Ach Mann, da ist noch mehr Zeug. Jetzt benutze ich halt mal meine Iron-Spitzhacke. Du bist ja eine Iron-Spitzhacke, benutzt es voll die Verschwendung. Du hast kein Iron mehr, weil du nicht in die Höhlen gehst. Wir gehen übrigens dann auch nur wegen Iron in die Höhlen. Wobei, ich hätte schon gerne auch Diamanten. Ich habe ja mal gesagt, wenn ich den ersten Diamanten finde, ist das Let's Play rum. Aber ich habe gesagt, es war eigentlich nur dahingehend gesagt, dass ich auf jeden Fall so lange Let's Playen werde, bis wir die ersten Diamanten haben. Spannungsmusik. Gott. Da baut sich das gleich doppelt, dreifach so schnell ab. Ich habe totale Panik und muss jetzt total schnell Steine abbauen. Oh mein Gott, da ist überall Gravel und es ist voll nervig. Und das ist dieser ganze Gravel und ich muss das jetzt hier schnell abbauen und bla bla bla. Also das mit den Diamanten, ne? Ich könnte natürlich auch aus Scherz einfach sagen, wir sammeln nie Diamanten ein, aber das wäre ein bisschen dämlich. Ich habe mir ja nur gesagt, wir let's playen auf jeden Fall bis zu dem ersten Diamanten und was dann kommt, sehen wir dann. Und ich denke mal, dass ich jetzt nicht so schnell aufhören werde mit Minecraft für die nächsten 100 Jahre. Ich nehme es einfach unglaublich gerne auf.
Es ist ein besseres Spiel zum Let's Playen gibt es nicht. Ja, okay, gut, außer so richtig coole Rollenspiele, wo man sich auch noch richtig drin vertiefen kann. Aber das ist ja nicht jedermanns Fall. Minecraft spricht, glaube ich, wirklich viele Leute an. Ja, mich auch. Ich gucke gerne Minecraft-Let's Plays. Ja.